Ja, meine Damen, meine Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Konrad-Adenauer-Haus nach der Sitzung des Präsidiums der CDU Deutschlands. Wir haben mit Rückblick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl heute natürlich in besonderer Weise uns auch mit den Positionierungen auf dem Parteikonvent der Sozialdemokraten und dem Parteirat der Grünen beschäftigt. Wir werden, wie Sie wissen, in dieser Woche noch ein Sondierungsgespräch mit der Sozialdemokratie führen. Dies ist geplant für Freitag, den 4. Oktober um 13 Uhr in der Parlamentarischen Gesellschaft. Für die CDU werden neben der Parteivorsitzenden, dem Generalsekretär und dem Fraktionsvorsitzenden die Ministerpräsidenten Stanislav Tillich und Volker Bouffier sowie die Bundesminister Wolfgang Schäuble und Ronald Pofalla an diesen Gesprächen teilnehmen. Unser Ziel ist es, auszuloten, in welcher Weise wir gemeinsam, ob wir gemeinsam ein stabiles Fundament für die kommenden 4 Jahre legen können. Wenn wir nach der Sondierung in Koalitionsverhandlungen eintreten sollten, muss dabei ein für alle Seiten tragbares Gesamtpaket herauskommen. Dabei ist der Maßstab, dass die Lage dieses Landes und das Wohl der Menschen in diesem Land. Natürlich müssen die Verhandlungen und auch das Ergebnis, das Wahlergebnis widerspiegeln. Die Bevölkerung in Deutschland will in ihrer ganz überwältigenden Mehrheit, dass Angela Merkel ihre erfolgreiche Arbeit als Bundeskanzlerin fortsetzt. Und die programmatischen Ansagen, mit denen wir in diesen Wahlkampf gegangen sind, haben die Unterstützung von nahezu 42% der Bevölkerung gefunden. Für uns ist entscheidend, jenseits aller einzelnen Punkte, dass unser Land wirtschaftlich erfolgreich bleibt, dass der Arbeitsmarkt sich gut entwickelt und dass der Euro stabil bleibt. Das ist gleichsam der Dreiklang, der sich in jedem Fall wiederfinden muss in den Dingen, die wir verabreden. Alles Wünschenswerte, ob bei Rente, Infrastruktur, Bildung, muss zunächst erwirtschaftet werden. Deswegen gilt dieses Ziel wirtschaftlich und sozial erfolgreich stets als eine Doppelaufgabe. Zunächst gilt es bei Sondierungsgesprächen auszuloten, wie ernst ist der SPD, ist mit dem Verhandlungswillen, nachdem es bis heute manch lauten, auch manch unangemessenen Ton gegen jede große Koalition gibt. Wer keine Verantwortung in diesem Land übernehmen will, muss dies den Wählerinnen und Wählern klar sagen. Wir führen diese Gespräche mit dem Ziel, fair miteinander umzugehen, zu sehen, was wir gemeinsam in der Verantwortung für dieses Land tun können. Und wir werden auch mit der Partei der Grünen ein Sondierungsgespräch führen. Am heutigen oder am morgigen Tag wird unsere Parteivorsitzende mit der Parteiführung der Grünen entsprechendes für die nächste Woche verabreden. Wir sehen mit Interesse, dass die Grünen um ihre inhaltliche und personelle Neuaufstellung ringen. Damit ist zugleich auch sichtbar, dass die weitere Entwicklung dieser Partei unsicher ist. Deswegen ist es sicher richtig, auch deswegen zeitlich zunächst mit der SPD zu reden. Aber es ist immerhin festzustellen, dass es bei den Grünen eine selbstkritische Betrachtung des bisherigen Linkskurses, der Verortung links von der SPD gibt. Selbstkritische Betrachtung, von denen die SPD noch wenig spüren lässt. Wenn sich die Grünen politisch dort verorten, wo sie im Bundestag sitzen, zwischen der Union und der SPD, dann wäre es ganz falsch, sie nicht als Gesprächspartner ernst zu nehmen. Lassen Sie mich, auch wenn wir bewusst sonst auf Einzelfragen im Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen hier heute verzichten wollen, in der öffentlichen Positionierung, weil es nicht um Einzelpunkte, sondern um ein Gesamtpaket geht, noch einmal deutlich nach der Diskussion der letzten Woche sagen, dass es im Präsidium einhellige Überzeugung aller war, dass es mit uns keine Steuererhöhung geben wird. Herzlichen Dank. Wir kommen nur zu den Fragen. Herr Dr. Rinke in der ersten Reihe.
Herr Kröll, zwei Fragen. Einmal können Sie sagen, mit wie vielen Vertretern die CSU in die Verhandlungen gehen wird. Der Kreis ist ja dann sehr groß. Vielleicht können Sie auch noch mal eine Begründung geben, warum der Kreis für die Sondierung schon so groß ist. Und zweitens, die SPD-Generalsekretärin hat davon gesprochen, dass Koalitionsgespräche auch bis Januar dauern könnten. Ist das auch der Zeithorizont, der Ihnen vorschwebt? Also zum einen ist es durchaus angemessen, in der Sondierung neben der Partei- und Fraktionsspitze sicher auch Vertreter der Länder zu beteiligen, weil eine der wesentlichen Aufgaben, übrigens wahrscheinlich sogar eine der Aufgaben, die gegebenenfalls wesentlich wäre, auch eine große Koalition zu rechtfertigen mit der Ordnung der Bund-Länder-Finanzen, Stichwort Kommunen, Stichwort Eingliederungshilfe, da ist manches zu sprechen, Stichwort Nachfolgeregelung für den Solidarpakt. Deswegen ist es durchaus richtig, schon von Anbeginn auch die Länderseite zu beteiligen. Und ja, die CSU wird wie die SPD in gleicher Weise beteiligt sein. Was die Zahlen angeht, also entsprechend entsenden. Das Zweite mit dem Zeitplan. Wir müssen zügig und gründlich arbeiten. Ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass Sie sagen, es gäbe Signale, man könnte sich das bis Januar vorstellen. Eine Zeit lang wollte man ja schon ein Koalitionsverhandlungsergebnis gleichsam in eine Mitgliederbefragung vor den Mitte November geplanten Bundesparteitag ziehen. Das wäre eher ein sehr sportlich enges Zeitraster gewesen. Wir sollten gründlich verhandeln, denn es gibt wichtige Aufgaben, die es zu lösen gilt. Gleichzeitig schaut die Bevölkerung in diesem Land, schaut aber auch ganz Europa auf die Frage, welchen politischen Kurs die größte europäische Volkswirtschaft nimmt. Insofern gibt es auch nicht unbegrenzt Zeit, das ist doch auch völlig klar. Aber auch ein Sondierungsgespräch dient ja auch dafür, ein Gespür dafür zu kriegen, welchen Zeitplan beide Seiten für angemessen halten. Insofern wollen wir das dann auch am Freitag besprechen und uns nicht öffentlich Vorschläge unterbreiten. Was denn? Ja, ich habe gesagt, entsprechend. Also, ich hab Ihnen 7 CDU-Vertreter genannt. Die SPD und die CSU werden entsprechend 7 Personen benennen. Frau Dunz. Herr Grö, ist denn angesichts von 14 Unionsvertretern in der Sondierung dann davon auszugehen, dass es die Union doch nicht mit weniger Leuten schafft? Also müssen Sie so stark da jetzt auftreten? 14-6 hat ja im Moment die SPD benannt. Warum können Sie sich da innerhalb der Union nicht mit der CSU etwas schlanker einigen? Und die zweite Frage, Sie müssen ja nicht alles doppelt besetzen. Also Ländervertreter sprechen dann ja vielleicht auch für Bayern. Und die zweite Frage, Sie schließen jetzt Steuererhöhungen komplett aus. Welches Gegengeschäft stellen Sie sich vor, wenn Sie auf diese zentrale Forderung der SPD im Vorfeld, bevor Sie sich überhaupt getroffen haben, eben als Tabu erklären? Jedenfalls stelle ich mir nicht vor, dass ich öffentlich vor dem ersten Sondierungstermin Gegengeschäfte vorschlage. Nein. Ja, einen Punkt, zu dem eine öffentliche Diskussion natürlich auch Anlass gegeben hat, der aber auch nicht irgendein Punkt ist. Ich habe vorhin gesagt, dass die Notwendigkeit zu erwirtschaften, was wir in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Rente, wo es ist anspruchsvoll, aber relativ leicht vorstellbar, dass man sich bei gutem Tun und bei Investitionen in Zukunft einigt. Aber das so zu tun, dass der Wirtschaftsmotor nicht abgewürgt wird, dass wir die Haushaltskonsolidierung beibehalten. Das ist die Kunst und deswegen ist es eben nicht ein Punkt wie irgendein einzelner Punkt des Regierungsprogramms unsererseits oder des Wahlprogramms der anderen. Und noch einmal, ich glaube auch nicht, dass es angemessen wäre, das Thema Steuererhöhung so zu diskutieren als einen Punkt, der gleichsam, um in einer Neiddebatte besonders gut auszusehen, sozusagen zum Selbstzweck wird. Wir müssen uns darüber unterhalten, was jetzt für unser Land dran ist und wie wir das so finanzieren, dass gleichzeitig die gute wirtschaftliche Entwicklung, die ein erhebliches Anwachsen der Steuereinnahmen erwarten lässt, nicht gefährdet, sondern gestärkt wird. Die erste Frage, gestehe ich, habe ich kaum verstanden, denn wir gehen mit großer Gelassenheit und Freude über einen großartigen Wahlerfolg in diese Koalitionsverhandlungen und deswegen gibt es keine Veranlassung zu vermuten, die Zahl ergebe sich daraus, dass es immer schön ist, wenn bei uns einer mehr kommt oder so. Überhaupt nicht. Ich habe aus der Sache heraus begründet, warum es klug ist, die
Länderseite zu betonen. Es verhandeln drei Parteien, auch das ist klar. Und deswegen findet das so statt. Und das wird eine gute Runde werden am Freitag. Ich habe jetzt nicht im Kopf die Zahlen anderer Sondierungsgespräche, aber das ist eine gute Runde, die wir da zusammenstellen. Nächste Fragestellung ist Frau Zücker hier in der ersten Reihe, in der Mitte. Moment, machen Sie das Mikro. Herr Grühe, wenn Sie mit den Grünen sprechen, akzeptieren Sie die Gruppe, die man Ihnen für Gespräche anbietet, so wie sie ist? Oder behalten Sie sich etwa Änderungen oder Ablehnungen bei Sondierungsgesprächen vor? Ich sage jetzt mal Strichwort Trittin. Also heute gibt es oder morgen gibt es eine Kontaktaufnahme der Parteiführung. Und die Grünen sind im personellen Umbruch. Das wird sich zeigen, aber zunächst ist es Aufgabe der Parteien zu klären, wer sie vertritt. Naturgemäß macht es wahrscheinlich mehr Sinn, mit den Personen zu verhandeln, die zukünftig oder heute Verantwortung tragen, als die, die bis heute Verantwortung getragen haben. Aber das ist Aufgabe der Grünen, über ihre Delegation nachzudenken. Die nächste Fragestellung sitzt in der dritten Reihe, in der Mitte. Jetzt kommt das Mikro von rechts. Nein? Ja, Jan Garwart vom Hessischen Rundfunk. Herr Grühe, Sie haben gesagt, Volker Bouffier ist mit dabei bei den Sondierungsgesprächen. Aus welchem Grund über Hessen hinaus, dass er da auch eine Regierung versucht zu bilden? Und zweite Frage, wenn Sie erlauben, wenn das alles so schwierig ist, auch mit Blick auf Steuererhöhungen, warum kommt für die CDU eine Minderheitsregierung nicht in Frage? Also Sie vermuten, dass durch unsere Festlegung, dass wir gestärkt durch dieses Wahlergebnis mit unseren Positionen in die Gespräche, wenn die Gespräche schwierig werden, das wollen wir doch mal abwarten. Ich bin dafür, dass wir uns darüber austauschen miteinander. Und dazu ist vor allen Dingen wichtig, die Bereitschaft, gemeinsam in Regierungsverantwortung diesem Land dienen zu wollen und nicht vor Gesprächen wechselseitig. Das war ja mitunter in mancher Fernsehsendung so, dass die Sozialdemokraten den Grünen, die Grünen den Sozialdemokraten Regierungsverantwortung vorgeschlagen haben. Ich weiß nicht, wie das die Wählerinnen und Wähler dieser Parteien aufnehmen. Ich dachte, wir bewerben uns um ein Votum, dieses Land verantwortungsvoll zu gestalten. Aber das mag man dort entscheiden. Wir gehen jedenfalls mit unserer Position in diese Gespräche. Ich glaube, dass ein Land der Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland mit unserer Verfassungsordnung, was den Zusammenhang von Regierungsfähigkeit und klarer parlamentarischer Mehrheit angeht, sich nicht für eine Minderheitenregierung eignet. Und im Übrigen, dass wir, wenn wir die Landesebene für entscheidend und wichtig halten im Hinblick auf das, was wir uns in den nächsten 4 Jahren vorgenommen haben, 2 besonders starke Bundesländer wie Hessen und Sachsen, nicht zufällig 1 in den neuen Ländern, 1 in den alten Bundesländern, erfahrene Ministerpräsidenten in dieses Team aufnehmen, das versteht sich doch von selbst. So, die nächste Frage steht in der zweiten Reihe, Herr Dr. Delfs. Herr Grün, noch mal eine Frage zur Rolle von Herrn Schäuble. Hat Herr Schäuble heute noch mal erklärt, wie er eigentlich seine Äußerung in der Zeit von vergangener Woche gemeint hat? Weil das hat ja genau so ein bisschen diese Unsicherheit geschaffen, wo auf einmal nicht mehr klar war, schließt die Union Steuererhöhung aus oder nicht? Also Herr Schäuble selbst wollte das ja in dem Interview nicht tun. Hat er das heute noch mal erklärt, wie er eigentlich zu diesen Äußerungen gekommen ist vergangene Woche? Wir haben auf eine Einzelexegese von Äußerungen und deren Interpretation verzichtet. Im Übrigen, wenn Sie sich die Interviews insgesamt ansehen, zeichnen sie sich alle dadurch aus, dass Wolfgang Schäuble, Armin Laschet, Hermann Gröhe, Volker Kauder, Julia Klöckner, wen immer Sie dort nehmen wollen, erklärt hat, dass wir aus gutem Grund Steuererhöhung für überflüssig und für schädlich halten und deswegen ablehnen. Und diese Haltung ist heute im Präsidium noch einmal in der Eindeutigkeit, die ich Ihnen hier vorgetragen habe, das Einvernehmen aller gewesen. Eine Nachfrage? Hat vielleicht diese verschiedene Tonanlage auch damit was zu tun, dass eben dazwischen der Konvent der SPD liegt? Weil davor war es natürlich klar, musste man die SPD erstmal etwas locken. Jetzt sind praktisch Sondierungsgespräche, werden stattfinden. Ist da eine andere Tonlage eigentlich vorher und nachher vielleicht gewesen? Nein.
Unsere Position in so einer entscheidenden Frage ist völlig unabhängig vom Termin, Klima, Diskussionsverlauf beim SPD-Parteikonvent. So, jetzt Herr Banas. Herr Gröhe, hat die CDU-Vorsitzende die Absicht, oder hat sie es auch schon getan, mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel zur Vorbereitung der Sondierungsrunde ein Gespräch unter vier Augen oder vielleicht auch mit dem CSU-Vorsitzenden zu führen, oder hat sie das schon getan? Und die zweite Frage ist, SPD und Grüne haben ja Parallelverhandlungen der Union mit den anderen beiden Parteien abgelehnt. Sehe ich da einen Widerspruch oder können Sie da zur Aufklärung beitragen? Also erstens, es hat wiederholt unmittelbaren Telefonkontakt zwischen unserer Parteivorsitzenden und dem SPD-Parteivorsitzenden gegeben. Das wird sicher, ist auch normal weiter so sein. Bitte haben Sie ein Verständnis dafür, dass ich nicht beabsichtige, über die Frage, welche informellen Begleittermine es zu den offiziellen Sondierungsgesprächen gibt, Sie zu im Einzelnen dann zu unterrichten. Das wird ja auch kurzfristig zu entscheiden sein, ob dann gegebenenfalls aus einem Telefonat auch noch mal eine Kurzbegegnung wird oder anderes mehr. Ich denke, das ist einerseits normal, andererseits finden informelle Gespräche eben auch bewusst informell statt. Und das Zweite ist, selbstverständlich gibt es keine Parallelität von Koalitionsverhandlungen. Aber wir haben nie einen Zweifel daran gelassen, dass es aus unserer Sicht von der Sache her geboten, als Generalsekretär sage ich auch im Interesse der Union ist, mit beiden Parteien, SPD und Grünen, zu sondieren, ob Koalitionsverhandlungen Sinn machen. Wenn wir dann in Koalitionsverhandlungen einsteigen, verhandeln wir mit einer Partei und nicht parallel mit mehreren. Zusatz? Noch eine Zusatzfrage, und zwar, Herr Gröhe, gehört es zu den Bedingungen der Union, der CDU, dass das Bundesfinanzministerium weiterhin in den Händen der CDU liegt? Zu Personal und Regierungszuschnitt kommen wir nach der Verständigung in Sachfragen. Und ich halte ehrlich gesagt das wechselseitige Anmelden von Kabinettslisten, die man da am Wochenende schon lesen konnte, jetzt nicht für weiterführend, und deswegen beteilige ich mich nicht daran. Aber Sie können sicher sein, dass wir der Überzeugung sind, dass wir einen sehr, sehr guten Bundesfinanzminister haben. In der dritten Reihe, Herr Dr. Langer. Herr Gröhe, wenn Sie sagen, Sie führen mit beiden Parteien Sondierungsgespräche, dann bedeutet das, dass es am Freitag ergebnisoffen verhandelt werden muss, weil Sie ja die SPD immer noch sagen müssen, wir sprechen noch mit den Grünen, ist das richtig? Und eine zweite Frage bitte noch, weil es kurz ist. Die SPD macht eine Mitgliederbefragung zu einem möglichen Koalitionsvertrag, wenn es dazu kommt, ist bei der CDU Ähnliches geplant. Danke. Also erstens, das wird sich zeigen, wie weit wir am Freitag kommen. Aber wir gehen am Freitag mit der fairen und offenen Ansage auch an die Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dass wir in der nächsten Woche auch ein Gespräch mit den Grünen führen werden. Das Zweite ist, wir haben bei uns Vorkehrungen, in welchem Fall wie eine Mitgliederbefragung beantragt werden kann. Die Parteiführung beabsichtigt nicht, ein solches Verfahren in Gang zu setzen. Andere können dies selbstverständlich, wenn sie dies wollen, nach klaren Regelungen unserer Satzung. Wir sehen uns ausreichend entsprechend durch das Votum des Parteitages, der die Parteiführung wählt, mandatiert. Mein Eindruck ist, dass das eine ähnliche Situation bei unserer bayerischen Schwesterpartei ist. Insofern, ich spekuliere auch nicht um die Gründe, warum man eine Mitgliederbefragung woanders macht. Und ich gehe davon aus, wenn eine Parteiführung sich mit einer anderen Parteiführung verständigt auf einen Koalitionsvertrag, sie ja auch in der Pflicht wäre, mit ihrer ganzen Autorität in der Mitgliederbefragung für ein solches Ergebnis zu werben. So, in der ersten Reihe. Siebert, Sächsische Zeitung. Ihre Forderung, dass es keine Steuererklärung geben möge, ist die nur erfüllt, wenn kein einziger Steuertarif erhöht wird, oder ist die auch erfüllt, wenn sozusagen in der Summe die Steuern nicht steigen? Sie wollen mich in eine steuerpolitische Detaildiskussion. Wir lehnen Steuererhöhung ab. Punkt. So, dann haben wir in der letzten Reihe. Herr Gröhe, noch mal eine Frage zum Teilnehmerkreis dieser Sondierungsgespräche.
Die SPD hat ja bislang 6 Namen genannt. Frau Nahles hat eben gesagt, sie behalten sich vor, das aufzustocken, je nachdem, wie viele Mitglieder die CDU nun benennen wird. Nun schicken sie insgesamt, die Union insgesamt, 14 Mitglieder. Da ist ja nicht ausgeschlossen, dass die SPD sagt, da ziehen wir gleich. Wir gehen dann auch von 6 auf 14, machen also 14 plus 14 Gespräche. Würden Sie dann auch wieder aufstocken, um den Abstand zu wahren? Oder wie muss man sich das vorstellen? Würden Sie es akzeptieren, wenn die SPD auch auf 14 jetzt hochgeht? Trotz mancher Zwischentöne der letzten Tage auf Seiten derer, die noch am Wahlergebnis zu knabbern haben, darf ich Ihnen verraten, das sind Gespräche unter erwachsenen Menschen. Das Spiel, das Sie als Schauspiel sich wünschen, wird nicht stattfinden. So, die nächste Frage stellt jetzt Herr Dr. Dellhäs. Auch noch mal eine Frage zur Verhandlungsgruppe. Wurde darüber diskutiert, dass man eventuell 1 oder 2 Frauen mehr in die CDU-Gruppe entsendet? Jetzt ist ja nur Frau Merkel dabei. Und die zweite Frage noch zu Herrn Gauck, dem Bundespräsidenten, der jetzt die Parteivorsitzenden zum Einzelgespräch bittet. Wie bewerten Sie dieses Vorgehen von ihm? Um mit Letzterem anzufangen, ich glaube, dass Gespräche des Staatsoberhaupts mit den Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien in der Vergangenheit Normalität waren, nach Wahlen sich anbieten, natürlich auch im Blick auf die sich abzeichnende Mehrheitsbildung und insofern bei ohnehin gebotener Zurückhaltung in der Kommentierung von Entscheidungen des Staatsoberhaupts, finde ich das einen gut zu seinem Amt, das Verständnis und seinem Amt passenden Ansatz. Und ich meine, diese Gespräche hat es ja auch vor Wahlen gegeben. Das wäre ja auch ganz komisch, wenn es die nicht stattfinden würden. Das war der zweite Punkt. Der erste Punkt war die Frage. Also, das Wort nur angesichts der unbestrittenen Nummer 1 in unserem Team weise ich zurück. Ansonsten warte ich auf die Mitteilung meines Kollegen und Freundes Alexander Dobrindt über die Zusammensetzung der CSU-Mannschaft. Und dann schauen wir mal, dass nicht nur Männer und so unseitig kommen. Jetzt hat er eine Frage dazu, Herr Dr. Dels. Ja. Gibt es da schon ein Gespräch mit Herrn Gauck eigentlich, mit dem Bundespräsidenten? Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass, wenn der Bundespräsident Parteivorsitzende einlädt, ich nicht diese Termine bekannt gebe. Das ist gegebenenfalls sein Wunsch, die bekannt zu geben oder eben gegebenenfalls nicht. Ich respektiere jedenfalls, dass es nicht meine Aufgabe ist, so etwas bekannt zu geben. Frau Dunz. Eine kurze Nachfrage zum Gespräch mit Herrn Gauck. Was erwarten Sie oder was versprechen Sie sich von diesem Gespräch mit den Parteivorsitzenden? Es ist ja nicht eine Runde von Parteivorsitzenden, die mit ihm spricht, sondern er spricht mit den Parteivorsitzenden in Einzelgesprächen. Ich spekuliere nicht über vom Bundespräsidenten in Aussicht genommene Einzelgespräche. Er führt die in seiner Verantwortung als unser Staatsoberhaupt. Ich fände das völlig unangemessen, wenn ich darüber spekulieren würde, was er dort erfragen, an Ratschlag geben, hören möchte. Noch einmal, solche Gespräche gibt es regelmäßig. Natürlich in besonderer Weise ohnehin zwischen Staatsoberhaupt und Regierungschefin. Aber dass es solche Gespräche mit den Fraktions- oder Parteispitzen in der Vergangenheit gegeben hat und geben wird, ist normal seines Amtes, aber von mir nicht öffentlich zu interpretieren. So, in der zweiten Reihe, Herr Alexander. Zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Einmal zu den Inhalten. Die Ablehnung von Steuererhöhungen. Schließt es alle von der Opposition im Wahlkampf vorgeschlagenen Einnahmeerhöhungen ein? Die Grünen operierten ja zum Beispiel mit einer Vermögensabgabe, die im technischen Sinne keine Steuererhöhung wäre. Schließt es Ihre heutige Vereinbarung das ebenfalls aus? Und eine zweite Frage zum Verfahren. Hat die SPD darum gebeten, noch bis Freitag zu warten? Weil eigentlich ist doch jetzt klar, wie der Hase läuft. Und dann musste man doch jetzt nicht eine Woche warten, oder? Also wir warten nicht eine Woche, sondern am Donnerstag ist unser Nationalfeiertag, der eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die auch zu Verhandlungen normalerweise zur Verfügung stehen, mit einer vorrangigen Verpflichtung versieht. Und deswegen ist es zeitnah. Außerdem wird auf beiden Seiten ja auch so ein Gespräch vorbereitet. Wir gehen zügig ans Werk. In der letzten Woche war sehr erkennbar, dass beide Parteien einige Tage der Selbstfindung brauchen.
Das ist von uns selbstverständlich akzeptiert worden. Jetzt haben wir nach diesen Klärungen entsprechende Terminierungen vorgeschlagen. Und insofern ist es völlig klar. Bei den Grünen gab es in der Tat das Modell einer Abgabe, übrigens ja eine Abgabe, die nachher sogar in eine Vermögenssteuer wiederum überführt werden sollte. Also wie immer Sie das Kind nennen, wir wollen keine Steuererhöhung. In der zweiten Reihe neben Herrn Alexander. Herr Gröhe, wie kann man sich den Ablauf der Sondierungen vorstellen? Wenn Sie mit der SPD sondiert haben, warten Sie erst mal ab, wie weit Sie da gekommen sind, sondieren dann mit den Grünen. Dann könnte natürlich der Bedarf bestehen, unter dem Eindruck des Gesprächs mit den Grünen noch mal mit der SPD zu sprechen, dann wieder mit den Grünen. Wie lange machen Sie das, bis Sie einen Strich drunter ziehen? Oder wollen Sie da relativ zeitnah zu einem Eindruck kommen? Wissen Sie, ich finde es schwierig, öffentlich zu spekulieren bei Sondierungsgesprächen. Ich habe gesagt, einer der wesentlichen Sondierungsgesprächsinhalte nach den letzten Tagen, in denen aus beiden Oppositionsparteien, die verständlicherweise mit ihrem Wahlergebnis beschäftigt sind, mindestens so oft zu hören war, dass sie eigentlich dieses Land nicht regieren wollen, wie dass sie es vielleicht unter Bedingungen mit folgenden Ämtern vielleicht doch notgedrungen regieren würden. Dass wir diese Sondierungsgespräche nicht führen, um einen Riesenkatalog von Sachfragen zunächst durchzugehen, sondern um einen persönlichen Eindruck zu gewinnen als Antwort auf die Frage, ob wir uns zutrauen, gemeinsam in Koalitionsverhandlungen ein Fundament für die erfolgreiche Entwicklung dieses Landes zu legen. Dafür bedarf es keiner endlosen, sondern vertrauensvollen und intensiven Gesprächen. Und ich bin überzeugt, dass wir in sehr absehbarer Zeit dann eine Entscheidung treffen können, mit wem wir in Koalitionsverhandlungen gehen. Da lege ich mich nicht auf einen Tag fest. Natürlich wird doch jedes Gespräch nachher eine Auswertung und Bewertung bei allen Gesprächsbeteiligten nach sich ziehen. Ich habe deutlich gemacht, wir trauen uns zu, die beiden Aufgaben zügig und gründlich zusammenzuhalten. So, in der ersten Reihe Herr Dr. Rinke noch mal. Hat sich erledigt. Dann kommen wir in die letzte Reihe zu Herrn Dr. Leifert. Jetzt würde ich auch noch mal gerne zum Zeitplan nachfragen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass Sie nach einem Sondierungsgespräch mit der SPD oder den Grünen in der Lage sein werden, zu entscheiden, ob Koalitionsverhandlungen beginnen? Oder rechnen Sie damit, dass es eventuell auch noch mit den Sozialdemokraten eine zweite Sondierungsrunde gibt, wie das 2005 ja der Fall war? Nein, Sie hätten mich falsch verstanden, wenn ich ein solches zweites Gespräch ausgeschlossen habe. Ich habe es aber auch bewusst nicht angekündigt, sondern dieses zweite Gespräch, ob das notwendig wird, erschließt sich logischerweise aus dem Ablauf des ersten Gesprächs. Und ich bitte nun um Verständnis, dass bei aller Bereitschaft, engagiert in die Zukunft zu schauen, ich jetzt nicht eine abschließende Bewertung eines Gespräches vornehme, das am Freitag um 13 Uhr beginnt. Dann in der dritten Reihe Frau Tenfelde. Wir wissen, dass es um 13 Uhr beginnt. Wie lange wollen Sie verhandeln? Open End? Wir machen durch bis morgen früh. Wir werden uns die erforderliche Zeit nehmen. Dann habe ich den letzten Fragesteller in der zweiten Reihe, direkt am ersten Platz, der Kollege von Hürriyet. Mhm. Ja, Herr Gröhe, eine der Forderungen der SPD und der Grünen ist ja die doppelte Staatsbürgerschaft. Wie steht die Union jetzt dazu? Zeichnet sich da eine Kompromissbereitschaft der Union aus? Oder können Sie sagen, dass es genauso wie bei der Steuererhöhung, dass es mit der Union keine doppelte Staatsbürgerschaft gibt? Die Position zur doppelten Staatsangehörigkeit haben wir in unserem Regierungsprogramm beschrieben, weil wir das jetzige Staatsangehörigkeitsrecht mit der Optionslösung für junge Erwachsene so bewerten, dass es sich bewährt hat. Ich habe aber genauso deutlich eben gemacht, dass für uns die Frage der Finanzierung dessen, was wir uns vorgenommen haben, ein anderer Punkt ist als Einzelpunkten. Jetzt hier mit Ihnen, nehmen Sie es nicht übel, ich verstehe Ihr Interesse an dieser Frage, aber es gibt bei anderen ein Interesse am Mindestlohn, an der Mietpreisbremse und was nicht allem, da öffentlich zu sagen, das geht vielleicht. Zu all diesen Punkten gehen wir gestärkt mit einem sehr guten Wahlergebnis, mit unserem Wahlprogramm in die Verhandlungen.
Es ist nur, da bei vielen dieser Punkten am Ende die Finanzfrage nicht irgendeine ist, gibt es eben Dinge, die man vor der Klammer sagen muss. Und so wie es selbstverständlich ist, dass wir uns an die Verfassung, sprich die Schuldenbremse, halten, dazu bedarf es in einer durch und durch verfassungstreuen Partei keines Beschlusses. So wie das selbstverständlich ist, haben wir einen anderen Eckpfeiler der Detailberatung mit der Ansage zu den Steuererhöhungen getroffen. Zu übrigen Fragen, die alle verhandelt werden in der Innen-, in der Gesellschafts-, in der Wirtschafts-, in der Sozialpolitik, werde ich nicht öffentlich vor Beginn der Sondierung sagen, was denkbarerweise bei möglicherweise zu führenden Koalitionsverhandlungen herauskommen kann. Position ist unser Regierungsprogramm. So, dann kommen wir, wenn ich es richtig überblicke, zur letzten Frage in der ersten Reihe, bitte. Herr Gröhe, könnten Sie vielleicht konkretisieren, wen Frau Merkel bei den Grünen kontaktieren wird? Ich gehe davon aus, einen der beiden Parteivorsitzenden. Sowas erfolgt von Parteivorsitz zu Parteivorsitz. Und die Grünen haben den Charme, all diese Positionen doppelt zu besetzen. Jetzt. Eine der beiden Personen, die in der Partei das Vorsitzendenamt innehaben. Herr Delz hat noch eine Frage. Genau, noch mal abschließend. Also Steuererhöhungen sind wirklich so die rote Linie, die man ja immer so gerne zitiert für Sie. Und alles andere ist im Grunde verhandelbar. Nee. Aus dem Hinweis auf das eine, was für uns ausgeschlossen ist, alles andere sozusagen gleichsam schon halb abgeräumt zu erklären, wäre völlig falsch. Wir haben für ein Wahlprogramm fast 42% bekommen. Das ist doch nun die Ausgangslage. Es gibt überhaupt keinen Grund, irgendeine der dortigen Forderungen jetzt für weniger wichtig, kompromissfähig, überhaupt nicht kompromissfähig oder sonst was zu erklären. Dies ist ein Programm, das eine enorme Zustimmung bei den Menschen in diesem Land gefunden hat. Und aus dem Umstand, dass ich bei einer Rahmenbedingung für das Gesamtpaket der Verhandlungen klar sage, wir schließen Steuererhöhungen aus, können Sie keine Geringschätzung für irgendeinen anderen Punkt unseres Programmes ableiten. Wir kämpfen mit Leidenschaft für alles, was wir uns zum Wohle dieses Landes vorgenommen haben. Damit sind, wenn ich es richtig sehe, alle Fragen gestellt. Herzlichen Dank. Ich danke fürs Kommen.